den Kopf du kriegst. Fang heute an. Fang heute an. Geh heute hier raus und sag, was hält mich auf? Der Weg der wahren Gläubigen, dem ist das egal, ob hinten unten grunzt, Saltus schlägt, den Mund groß aufreißt oder was auch immer. Der aber, glaub es mir, zieh das Kopftuch heute an. Wer hält dich auf? Du bist eine Litfaßsäule für den Islam. Du hast 1,5 Millionen Brüder und Schwestern hinter dir. Ihr seid heute hingekommen, um als andere Menschen rauszugehen. Wo bist du heute hingekommen, wenn du heute ohne Kopftuch hingekommen bist? Wofür bist du hingekommen? Wofür bin ich hier hingekommen? Meinst du, ich bin hier hingekommen zur Belustigung? Oder für irgendeinen Schwachsinn? Ich bin hier hingekommen, damit du als anderer Mensch rausgehst. Damit ich dir Kraft geben kann, inshallah. Deswegen die Schwestern, die kein Kopftuch tragen, die sollen meine Worte hören. Diene deinem Gott. Und diene nicht irgendeinem Spinner, der dich anders sehen will. Und irgendwelchen Verbrecher. Irgendwelche Verbrecher, die dich anders sehen wollen. Die dir irgendeinen Schwachsinn erzählen von, ja, die Frau, heute modern, hast du nicht gesehen. Das ist alles dummes Geschwätz. Alles dummes Geschwätz. Schau dir das an, wie sie alle zugrunde gehen. Frauen ohne Kopftuch, glaub es mir. Schau dich doch mal um. Ach, die ist mit 20, ist sie schön, sie wird stolz auf ihre Schönheit, auf einmal, ja, alles basiert sich auf ihrer Schönheit. Sonnenbank, Schminken, dies, das, Maniküre, hast du nicht gesehen? Jeden Tag shoppen gehen, die schönste Kleidung, die engste Kleidung, die aufreizendste Kleidung und so weiter und so fort. Auf einmal 10, 15, 20 Jahre später hat der Körper auf einmal nachgelassen. Ist alles etwas schlaffer geworden. Und die leidet voll unter Depressionen. Jedes vierte Mädchen in deutscher Form will eine Schönheitsoperation haben. Das ist doch eine gesunde Gesellschaft.